So, kurz Geschichte noch hier. Ich habe mich nur durch Videos geklickt und sehe das, Michelle. So schön ist die Zeit. 3.316.709 Aufrufe. Die Zeit. Wir wissen das Saturn. So, das ist der Beginn des Videos hier. Das Setting. Oh, Moment, wir haben keinen Ton. Wollen wir keinen Ton? Ah, kommt erst. Ja, hier, das Setting. Gleich zu Beginn. Was sehen wir hier? Wir haben Sand. Es ist ein Strand natürlich hier. Wir haben Sand. Sand repräsentiert Zeit. Klassisch, traditionell. Sand ist die Zeit. Das Lied heißt, so schön ist die Zeit. Okay, voilà. Und was haben wir hier sonst noch? The Sea, das Wasser. Das ist Bina. Wir haben hier Bina Saturn, weil Wasser Bina repräsentiert und der Sand ist die Zeit ist Saturn, Bina Saturn. Und sie hier, ja, der Star. Ja, den kennen wir noch hier, Scatman John. Der wurde in ein Projekt eingebaut in den 90ern, in zwei, drei Songs war das erfolgreich hier. Ich glaube, der ist tot. Ja, passend. Saturn ist der Ton. So, er sitzt hier am Strand im Meer. Ja, hier eben diese Geschichte. Okay, schauen wir weiter. So, jetzt kommt das Händchen gleich zu Beginn. Oh, voilà. Nice, Michelle. Well done. Okay, hast du gesehen, es ist sneaky. Das ist nicht so Porno, wie wir das aus Pop-Videos kennen. Aber same message hier, gleiche Botschaft im erwähnten Setting. So, dann kommt jetzt dann die erste Kulisse zum Einsatz. Requisite. Ja, hier haben sie einen Stuhl gesucht, der hier dieses Muster embeddet, das wir so sehr lieben. Wir wissen, was das ist. Es harmoniert mit dem, was wir bereits gesehen haben. Dann hier, Frühstück mit Jezebel. Oh, hast du die Schuhe gesehen? Hier, nice. Adidas. Hier ist die 33. Okay? Jemand hat gesagt, man kann doch nicht Schuhe. Doch, das kann man sehr wohl. Weil das ist ein Video hier. Das sind Requisiten. Sie tragen spezielle Dinge für dieses Video, diese Schuhe. Sie ist nicht mit diesen Schuhen ans Set gekommen. Und sie wird auch nicht in diesen Schuhen vom Set weglaufen. Nein, diese Schuhe gehören in diesen Clip. Respektiere die Kunst, die diese Videomacher hier betreiben. Okay, das ist die 33. Klares Signal. In einer Linie mit dem, was wir bereits gesehen haben. Und hier, wir sind noch nicht mal bei Sekunde 30. Das sind klassische Markierungen zu Beginn. So, wäre jetzt nur dieses Video, würde ich gar nicht darauf eingehen, aber es wiederholt sich ja, es ist ja immer wieder die gleiche Geschichte. Dann nächste Szene, jetzt hier, Sekunde 30, ich springe ein bisschen herum hier. Ja, aber oh, wie romantisch. Sie zeichnet eine Vagina in den Sand. Das Herz repräsentiert Bina. Im Sand, Bina, Saturn. Immer die gleiche Geschichte. Ja. Sie besingt die schöne Zeit. Dazu zeigen sie dir hier das Grid, das Logo. Ja, hier, hier und hier. Have you ever seen this before? So, was gibt's hier noch? Mal schauen. Moment. Okay, ich zeige dir jetzt. Das ist ja auch diese Geschichte.
Ich kann hell sehen. Wir alle können hell sehen, weil wir wissen schon, was kommen wird, bevor es kommt. Man muss nur darauf warten und darauf achten. Und worauf warte ich nun jetzt wohl? Auf das, was ich dir jetzt zeige. Ja. Okay, jetzt schau auf ihre. Komm, ich lasse in Zeitlupe hier. So. Schau auf ihre, natürlich, auf ihre Hände vor dieser erwähnten Kulisse hier. Voilà. Schau auf diese Hand. Schau, was sie jetzt macht. Gesehen, siehst du das? Siehst du das? Das ist kein Zufall. Das ist keine emotionale Expression aus dem Moment heraus. Nein, der Regisseur gibt die Anweisung zu sowas und sie tut es, weil sie im Game bleiben möchte. Sie möchte noch weitere Hits haben, also spielt sie mit. So, ja, schauen wir es hier nochmal. Warum nicht? Okay. Ja, und dazu das ein Auge. Es ist immer der gleiche Müll. Und damit meine ich, es kommt alles immer aus der gleichen Ecke. Du weißt, wer das hier produziert und erfolgreich macht. Du siehst die Industrie hier. Und du siehst hier eine Dienerin dieser Industrie. Und sie weiß sehr genau, was sie hier tut. Was sie opfert für ihren Erfolg in dieser sterblichen, endlichen Welt. Leute sind so bescheuert. Kurzsichtig, kurzsichtig. Ja, das ist vermutlich das Übel der Menschheit, die Kurzsicht. Der fehlende Geist. Der fehlende Geist des Lebens. Denn wer den Geist des Lebens hat, der weiß, dass das Leben ewig ist. Und damit verändern sich alle Werte. Ein Weltmensch hat völlig andere Werte, Wertvorstellungen, Dinge, die ihm wichtig sind, als ein Christ. Völlig unterschiedlich. Darum fürchtet der Weltmensch den Tod. Mehr als alles andere. Der Christ hingegen hat überhaupt keine Angst vor dem Tod. Denn er weiß, dass der Tod im Leben nicht existiert. Er hat das Leben gefunden, er hat die Wahrheit gefunden. Er hat das gefunden, wovon Weltmenschen nur träumen können. Aber sie sind zu stolz, zu eitel, zu selbstverliebt, um die Wahrheit zu erkennen. So, die hier wird auch irgendeinen kabbalistisch-spirituellen Bullshit anhängen. I don't know. I don't care. Schau, ihr Name, Michelle. Ja, voilà. Okay, ich wollte dir das hier zeigen. Einmal mehr. Ein harmloses Musikstück. Not really. Es ist gecraftet. Alles, was sie machen, ist gecraftet. Und das Video passt zur Musik. Es ist eine Untermalung. Besten Fall. Und ja, eben wie erwähnt, die klaren Markierungen hier bis, wo sind wir jetzt? Minute. Hier. 2 Minuten und 3 Sekunden. Ja, wunderschön. Okay, ja, das bis hier. Bis bald, ciao.